Stefan, heute mit Folge 4 zum Thema Germany's Next Top Model und Model Agenturen. Wie funktioniert das eigentlich? Wir haben schon besprochen, was musst du vor dem Casting tun, bevor du überhaupt in die Agency kommst. Wir haben auch besprochen, was es mit Jobs auf sich hat und natürlich Castings und Jury. Und heute wollen wir uns sozusagen die Königsklasse anschauen, und zwar International Modeling. Von New York bis LA, Miami, London, Paris, Mailand, Hongkong, Changzhou, die ganze Welt. Wie schaffst du es eigentlich, internationales Model zu werden? Nummer 1, du brauchst auf jeden Fall die richtige Agentur. In Deutschland gibt es vielleicht 20 oder 30 Agenturen, mit denen du die Chance hast, international zu modeln. Alle anderen Agenturen bearbeiten den nationalen Markt. Diese Agenturen, dazu gehört natürlich auch Cocaine Models, schaffen es, relativ große Sprünge für euch zu ermöglichen. Das bedeutet, du kommst in eine Modelagentur, du bekommst den richtigen Aufbau, die richtigen Fotografen, das heißt auch Qualität vor Quantität. Heißt, lieber 5 gute Fotografen, 10 gute Fotografen, als wie 50, die nicht so gut sind. Warum ist das so? Je exklusiver du bist, desto exklusiver bist du auch fürs Ausland. Wenn von dir noch keine Bilder entstehen, kaum Kampagnen, dann bist du auf einmal ganz viel wert, weil du never seen before bist. Das heißt, eine gute Agentur, eine renommierte Agentur achtet immer darauf, dass du Qualität in deinem Modelbook hast. Dein Modelbook ist deine Modelmappe, die hattest du früher klassisch gedruckt. Heute hat man natürlich das Tablet dabei und die schlägt man dann einfach auf und kann schön durchgucken. Heutzutage natürlich Modelbook kaum noch gebraucht, weil wenn, dann kommt man natürlich mit dem iPad. Da musst du auch nicht ständig drucken, schonst du die Umwelt und du kannst relativ easy durchswipen. Das heißt, Step Nummer 1, schnapp dir auf jeden Fall eine der Top-Agenturen. Die findest du in Berlin, die findest du in Hamburg, aber die meisten Agenturen sind dann schon wieder so international aufgestellt, dass es selbst für dich als Münchner Model in einer Berliner Agentur okay ist oder selbst von Hamburg in München oder Köln. Also versuch es auch auf jeden Fall bei mehreren Agenturen. Denn oft ist es so, dass es vielleicht dein Typ gerade schon ein- oder zweimal gibt. Und eine dritte Person brauchen wir nicht, obwohl du vielleicht ein super tolles Model bist. Deshalb versuch es auch auf jeden Fall, dich mal bei mehreren Agenturen zu bewerben. Und achte darauf, geh auf die Seite, haben sie Cover von internationalen Magazinen, zeigen sie im Blog News, irgendwie über Fashion-Shows in Mailand bis hin zu Fotoshooting in Los Angeles. Das heißt, guckt euch die Agentur genau an, vergleicht mal 20, 30 Agenturen und dann seht ihr schon, welche von diesen Agenturen sind die guten. Ein zweiter Tipp, achtet auf die Modelauswahl. Eine gute Modelagentur hat nicht 500 Models, das schafft man vom Managementaufwand nicht. Je besser die Models arbeiten, desto mehr Booker brauchst du ja schon für eine Person. Das heißt, wenn du im Team vielleicht 10 Booker hast, sollte es nicht mehr als 100 Models geben, sonst ist die Zeit einfach viel zu wertvoll. Das heißt, in der Regel werdet ihr gute Modelagenturen auch daran erkennen, dass sie unterhalb der 100, sagen wir maximal 150 bei den ganz, ganz großen, aber unter 100 Models sind. Ihr seht auch die Qualität der Models, achtet ein bisschen auf die Größe. Da kommen wir auch zu einem Punkt, und zwar Nummer 2, Voraussetzungen. Nachdem du eine gute Agency gefunden hast, brauchst du natürlich die richtigen Voraussetzungen, international zu modeln. International modeln bedeutet immer, du musst dich auch auf die Märkte fokussieren. In Gesamteuropa hast du zum Beispiel wahnsinnig stark den High-Fashion-Markt, speziell was London angeht, Paris, Mailand. Das sind die Städte, da musst du im Idealfall immer über 1,78 sein und unter 1,80. Diese 2 cm sind die Perfektion, die Perfektion. Du kannst ein bisschen nach unten ausweichen auf 1,76, sobald du 1,81 bist, bist du schon drüber. Warum ist das eigentlich so? Nur ganz schnell für euch erklärt. Stellt euch viele Models in einer Modenschau vor. Der Designer will den Fokus auf seiner Kleidung. Wir laufen als Models, der eine ist klein, der andere ist groß. Keine Harmonie. Als High-Fashion-Designer will ich Harmonie, sodass die Leute auf meine Kollektion achten. Und genau deshalb buche ich Models mit einer Größe. Und diese 1,80 sind nun mal menschliches Schönheitsideal, gilt als schlank, gilt als sportlich, erfolgreich. Auch wenn man selber immer sagt, oh, aber die Vorurteile, die man so nennt, sind nun mal unser Schönheitsideal. Und genau so arbeitet man halt in der Werbung. Deshalb müsst ihr 1,76 bis 1,80 sein, wenn ihr Frauen seid, und Männer mindestens 1,85. Damit, wenn Frauen hohe Schuhe tragen, Standardabsatz 5 bis 8 cm, seid ihr genau auf den Köpfen der Frau. Und so haben wir ein einheitliches Bild in der Modenschau. Zum Thema Modenschau haben wir später auch noch ein kleines Special für euch in der nächsten Folge. Dazu kommen wir aber noch. Und da sind wir auch schon bei Punkt 2 in den Voraussetzungen, das perfekte Alter. Stell dir vor, du bist gerade in der Schule
und deine Modelagentur plant die Auslandsaufenthalte für 30, 40 Models. Du musst dir Gedanken machen, was du mit deiner Zukunft anfangen willst. Willst du ein Jahr nach Australien Work and Travel machen? Willst du direkt studieren? Oder sagst du, hey, ich bin in einer Top-Agentur, ich habe die Chancen und die Möglichkeiten. Mein Booker hat mir gesagt, ich kann ins Ausland. Nehme ich die Chance wahr? Wenn du die Chance wahrnimmst, dann nur mit 100%. Das heißt, sobald du aus der Schule kommst, nimmst du dir ein Jahr komplett frei. Du hast keine Termine, du hast keine Pflichtveranstaltung, keinen Job, nichts. Du konzentrierst dich aufs Model werden. Genau das ist der Weg. Genau das, hier mal kurz Cut, genau das ist der Weg. Du musst dich fokussieren. Tausende junger Models wollen jedes Jahr den Traum schaffen, davon zu leben. Wenn du als einen dieser 2, 3, 4% von allen den Sprung ins Ausland schaffst, dann solltest du die Chance 100% wahrnehmen. Denn wenn irgendwo ein Fehler drin ist oder du irgendetwas nicht korrekt machst oder dann sagst, ich kann diese 2 Wochen von den 6 Monaten nicht, dann bist du relativ schnell raus, weil die Konkurrenz ist groß und die Konkurrenz wächst jedes Jahr nach. Das heißt, fokussiere dich drauf, nach der Schule ein Jahr komplett freinehmen. Ich will Model. Ich gehe direkt nach Mailand, baue mir meinen Book auf. Danach versuche ich nach Paris zu kommen. In Paris kann ich mit Mailand angeben. Danach versuche ich den Sprung über den großen Teich oder erstmal über den kleinen Teich nach London oder halt direkt USA. Oder Asien, wahnsinnig spannender Markt. China ist mittlerweile eins der stärksten Länder überhaupt. Es wird nicht mehr schwächer werden. Das heißt, auch für dich als Model in so einer Region Bekanntheit zu erlangen, ist für die Zukunft auch nicht das Schlechteste. Amerika ist übersättigt, London ist übersättigt. Allerdings als europäisches Model im asiatischen Raum hast du relativ große Chancen, viele Bookings zu bekommen, da auch sehr viel dort produziert wird. Lass es Technik sein, Smartphones, Kamera, LCD-Bildschirme, Mode, Jeans, Taschen, selbst die teuersten Designer produzieren in China. Und genau das muss dein Fokus sein. Wo ist mein Markt? Zum Beispiel kannst du in Asien auch modeln, wenn du ein bisschen kleiner bist. Genau. Ansonsten gelten für dich natürlich die Big Cities und das sind Paris, London, New York und Los Angeles. Wir haben uns Punkt Nummer 1 angesehen, musst in eine der Top-Agenturen kommen. Punkt Nummer 2, deine Voraussetzungen. Jetzt kommt die Nummer 3. Wie sieht so ein Auslandsaufenthalt eigentlich aus? Immer wenn wir auch junge Models haben mit 17 Jahren, haben wir natürlich erstmal die Gespräche mit den Eltern, dass man weiß, okay, wo geht die Reise hin, in welche Stadt. Angenommen, du gehst nach Kapstadt, wie gerade, dann bist du in einem vollkommen anderen Kontinent. Das mit 17 Jahren ist natürlich sehr mutig. Deshalb braucht es viel Kommunikation. Und dann ganz schnell erklärt, eine gute Modelagentur macht für euch alle Verträge im Vorfeld. Eine gute Modelagentur sorgt dafür, dass du nichts bezahlen musst. Das bedeutet, ihr geht auf Balance. Wenn du als Model dorthin gehst und nicht genug verdienst, gehst du in Minus Balance. Du musst aber nichts bezahlen. Beim nächsten Auslandsaufenthalt wird es einfach wieder verrechnet, so bis du langsam nach oben kommst. Und so verdienst du dann über die Jahre und über die Monate Geld. Speziell, wenn du einmal in Mailand warst, gehst du in der nächsten Saison wieder hin, wieder, wieder. Und so funktioniert das. Als nächstes kommt ihr in eine Model-WG. Das ist der absolute Standard, wenn ihr noch nicht mega gebucht seid. Model-WG bedeutet, ihr seid mit 6, 7 anderen Models aus der ganzen Welt, ein bisschen wie Klassenfahrt, zusammen in einem Raum, einer Wohnung, je nach Größe der Wohnung. Und dort verbringt ihr dann eure Zeit. Das heißt, ihr habt vielleicht ein gemeinsames Zimmer, ist ein bisschen wie eine WG eigentlich. Und ihr seid vielleicht mit einem Mädchen aus der Ukraine und im Nachbarzimmer ist jemand aus Brasilien und aus London. Und daneben ist noch einer aus Mailand und einer aus Russland. Genau. Und so habt ihr quasi eine komplett internationale Community und da kommt ihr dann rein. Die sind alle eigentlich mega nett, weil die sind in eurem Alter, die wollen auch gerade die Welt erleben, die sind sehr ehrgeizig. Genau, und dann lebt man so in dieser kleinen WG und dort fängst du an, okay, der erste Tag, ich gehe in meine Agency, ich bekomme all meine Castings und dann geht's los. Ihr schnappt euch das erste Taxi, macht Casting, Casting, Casting und abends geht's wieder zurück in die Model-WG. Der Vorteil daran ist, eine Model-WG ist definitiv günstiger als eine eigene Wohnung. Wenn ihr zum Beispiel in Städte wie Tokio geht, dann kostet eine kleine Wohnung wie dieser Raum mit 40 Quadratmeter vielleicht schon 2000 Euro. Das ist natürlich wahnsinnig viel Geld. Wenn ihr in eine Model-WG geht, zahlt ihr dann vielleicht pro Tag 20 Dollar, sind dann so im Monat 400 Euro. Und so könnt ihr quasi eure Kosten unten halten, könnt auch andere Leute kennenlernen, was auch immer aus der Geschichte ganz cool ist, weil oft trifft man sich wieder. Also wir haben einige Models, die dann sich kennenlernen und dann bei der Agency versuchen, beide gleichzeitig in eine andere Stadt zu kommen. So entstehen wieder Freundschaften. Und das war einmal der große Balch von, wie kann ich überhaupt International Model werden?
Also sucht euch eine der Top-Agenturen, vergleicht die Agencies miteinander. Wenig Models, viele Cover, viele Jobs, gut. Als nächstes Voraussetzung, nimm dir Zeit nach der Schule, nimm dir keine anderen Pläne vor, damit deine Agency sieht, ich will nur das machen, das ist mein Fokus. Ich will das werden. Und dann kannst du es schaffen. Das nächste ist natürlich die Größe. 1,78, 1,80 als Frau perfekt, bis auf 1,76 kannst du runtergehen. Für asiatische Märkte kann man auch mal auf 1,74 gehen. Das sind so ungefähr die Richtwerte, an die du dich erinnern kannst. Und Punkt Nummer drei, ein bisschen zum Leben in einer Model-WG. Ihr seid mit 6, 7 anderen Leuten zusammen, ihr geht auf die ersten Castings, lernt euch kennen, Freundschaften entstehen und später geht ihr vielleicht in dieselben Cities. Und so reist ihr einmal um die Welt. Und wenn ihr eure Agency in Mailand habt als Partneragentur, eure Agency in Paris, in London, in Tokio, Shenzhen, Hongkong, Shanghai, wo auch immer ihr hingeht, dann habt ihr immer eure Mutteragentur und die verwaltet alle Termine in der gesamten Welt. Und deshalb ist es so wichtig für euch, eine der Top-Agenturen zu erwischen. Bewerbt euch also auch bei mehreren Agenturen, damit ihr keine Chance verpasst. Yes, falls es sonst noch Fragen gibt zum Thema Ausland, von New York bis Tokio, schreibt es einfach in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, lasst den Like da. Und für die nächste Folge abonniert auf jeden Fall den Channel von FIV Magazine, denn 2, 3 schöne Folgen mit Themen haben wir noch für euch. Bis nächste Woche.